Vergangenheit abgeschossen zu haben. Deutschland versteht sich als Demokratie, als Vorbild, als Rechtsstaat. Das stimmt alles nicht. Denn ein Land ist daran zu messen, wie es mit den Schwächeren der Gesellschaft umgeht. Die Polizei und ihre Denker sind ein naiver Bestandteil dieses Landes. Sie glauben, dass Sicherheit durch Gewalt entsteht. Und das auch auf Kosten von Menschenleben. Es sind eben keine Einzelfälle, die Ermordeten der Polizei. Es ist systematisch. Es ist derzeit leider stets eine Frage der Zeit, bis es wieder passiert, weil sich wenig ändert. Und es ändert sich nichts, weil im Nachhinein sogar seitens der Polizei nur vertuscht wird, weil Beweise gefälscht werden und weil vor Gericht gelogen wird. Dieses System, diese Krankheit dieser Welt mit ihren unzähligen Toten heißt Rassismus. Uri Joller ist ein Opfer des deutschen institutionellen Rassismus. Es ist nicht nur Uri Joller, sondern auch Menschen wie Laila Alama Konde, Ashidi John und viele weitere sind Menschen, die in den Händen der Polizei starben. Laila Alama stirbt nach zwangsweiser Verabreichung eines Brechmittels. Der 19-jährige Ashidi John stirbt in einer ähnlichen Situation. Beide Fälle werden nie restlos aufgeklärt. Es sind auffällig oft die weniger privilegierten Menschen dieser Gesellschaft, die in dieser Gewaltmaschinerie der Polizei geraten. Heute, vor 9 Jahren, am 7. Januar 2005 war es, als Uri Joller in einer Dessauer Polizeizelle lebendig verbrannt wurde. Erst 2 Jahre und 2 Monate zuvor, im November 2002, wurde der alkoholisierte Obdachlose Mario Bichtemann in dasselbe Polizeirevier gebracht und in dieselbe Zelle wie Uri Joller gesperrt. 15 Stunden nach der Festnahme wurde Mario Bichtemann mit einem Schädelbasisbruch in der Zelle tot aufgefunden. Die Diensthabenden waren der gleiche Revierarzt Dr. Blodau und der gleiche Dienstgruppenleiter Andreas Schubert, wie später bei Uri Joller. Ich möchte nochmals meiner Ansicht nach wichtige Eckpunkte im Fall Uri Joller beleuchten. Ein Fall, in dem, wie gesagt, der Rassismus in fast jedem Detail steckt. Die Polizeibeamten Hans-Ulrich Merz und Udo Scheibe haben den stark alkoholisierten Uri Joller am frühen Morgen des 7.01.2005 gewaltsam in Gewahrsam verbracht, nachdem dieser in den Morgenstunden nach einem Disco-Besuch 4 Putzfrauen belästigt haben soll. Im Nachhinein entscheidet ein Gericht, dass die Festnahme und das Einsperren erwiesenermaßen rechtswidrig waren. Es ist nicht die übliche Vorgehensweise, einen stark alkoholisierten Menschen zu verhaften und einsperren. Ein Krankenhaus wäre eine üblichere Vorgehensweise. Wäre das also passiert, wenn Uri Joller eine weiße Hautfarbe gehabt hätte? Wenn er einen deutschen Pass gehabt hätte? Wäre er auch so behandelt worden? Ich bin mir leider sicher, er wäre anders behandelt worden. Aber Uri Joller als Asylbewerber und ohne rechtliche Gleichheit wird illegal, ohne eigentlich erforderlichen Richterbeschluss in eine Zelle gebracht und liegend an beiden Armen und beiden Beinen fixiert. Ein Mensch, der 3 Promille hat, wie kann der gewahrsamstauglich sein? Auch das ist widerwärtig und menschenverachtend. Ein derart alkoholisierter Mensch, wie schon genannt, könnte sich erbrechen, und das in einer unbeobachteten Zelle. Und ich frage abermals, würde ein Weißer ohne Richterbeschluss einfach in eine Zelle gesperrt werden wie Uri Joller? Würden Passdeutsche auch so behandelt? Ich denke, nein, sie würden menschlicher behandelt werden. Eine investigative Journalistin, Margot Overath, trifft sich mit einem anonymen Informanten der Dessauer Polizei. Er sagt, dass Fesselung unüblich sei, insbesondere bei Betrunkenen. Und der gleiche Informant sagt auch, dass selbst bei einer Fixierung die Fixierung der Beine ein Ausnahmefall sein soll. Der zynische Grund der Fixierung laut Polizei war Selbstschutz, damit Uri Joller sich nicht verletzt. Und ein weiteres Mal ist es Rassismus, der indirekt tötet, weil nicht weiße Menschen tagtäglich in diesem Land diskriminiert werden. Uri Joller ist nur das Extrembeispiel, wo sich der gleiche Rassismus am stärksten verdeutlicht. Denn, wie sich im Nachhinein herausstellen wird, ist diese rassistische Selbstschutzmaßnahme Teil des Mordablaufs an Uri Joller. Die Polizei schützt Leute vor sich selbst, indem sie sich umbringt? Ist das so?
Im Fall Uriallo war es anscheinend so. Und unglaublicherweise räumt die Polizeiführung erst 5 Wochen nach dem Ereignis ein, dass Uriallo gefesselt und fixiert war. 5 Wochen, es ist unglaublich. Ich möchte jetzt ein mitgeschnittenes Telefonat vom 7. Januar 2005 vorlesen. Zwischen dem Revierarzt Dr. Blodau und dem Dienstgruppenleiter Andreas Schubert. Andreas Schubert, wir bräuchten dich mal. Dr. Blodau, was hast du denn? Andreas Schubert, na, eine Blutabnahme. Dr. Blodau, na, dann machst du das, mach ich das. Andreas Schubert, ja, piekste mal einen Schwarzafrikaner. Dr. Blodau, ach du Scheiße. An dieser Stelle ist Gelächter von beiden zu hören. Dr. Blodau, da finde ich immer keine Vene bei den Dunkelhäutigen. Andreas Schubert, ja, dann bring doch eine Spezialkanüle mit. Dr. Blodau, mach ich. Irgendwann nach dem Telefonat hört Dienstgruppenleiter Andreas Schubert aus der Wechselsprechanlage Geplätscher. Er hält es für Geplätscher. Er hält es für einen Wasserrohrbruch. Daraufhin macht er die Wechselsprechanlage leiser, damit er telefonieren kann. Dann geht ein Feuermelder los. Der Dienstgruppenleiter stellt den Alarm ab. Kurz darauf geht der Feuermelder abermals los. Er stellt ihn abermals ab. Doch erst als der Feuermelder im Lüftungsschacht ebenfalls Alarm schlägt, wird Schubert von der Beamtin Beate Höpfner dazu aufgefordert, nachzusehen. Diese Aussage stammt von Beate Höpfner im ersten Prozess. 2 Monate später wird sie diese Aussage aus Korsgeist zurückziehen. Jetzt sagt Beate Höpfner, es wurde falsch protokolliert. Andreas Schubert hat zügig gehandelt. Danach wird sie sich für 2 Monate aus psychischen Problemen krankschreiben lassen. Margot Overath, die Journalistin, schaut sich die Polizeiwache genauer an. Sie sagt, dass sie ohne Eile 1 Minute die 2 Etagen abwärts braucht. Sie geht den gleichen Weg wie damals Andreas Schubert. Der Staatsanwalt rechnet aus, dass zwischen Feueralarm und Öffnen der Zelttüre 11 Minuten vergingen. Jede Hilfe ist zu spät. Andreas Schubert hat die Schlüssel zu den Fesseln oben gelassen. Später wird er im Prozess auch aussagen, dass er von dem Feuerlöscher der Wache nichts gewusst habe. Die Feuerwehr wird gerufen und löscht den Brand. Ihnen wird gesagt, dass ein Schwarzafrikaner vermisst wird. Welch zynische Aussage mit dem Wissen, dass Uriallo angefesselt war. Um 13.45 Uhr wurde die Tatortgruppe der Polizeidirektion Stendal nach Dessau gerufen. Die Beamten trafen um 15.30 Uhr im Revier ein, ließen sich informieren und betraten mit einer Videokamera den Gewahrsamsbereich. Jallos Leiche lag noch dort. Beim Hinuntergehen in den Keller des Reviers wiederholt der Videograf des LKAs gleich 2-mal, dass er sich jetzt in den Gewahrsamsbereich begebe, in dem sich der schwarzafrikanische Bürger selbst angezündet hat. Erstens, das war mehr als er wissen konnte zu dem Zeitpunkt. Er muss mit jemand geredet haben. Von Anfang an wurde diese falsche Version dieses Tathergangs forciert. Zweitens, ist es gerade dieses Detail, das mich so wütend macht, dass ein Mensch selbst nach seinem Tode noch permanent auf seine Hautfarbe und Herkunft reduziert wird und als Schwarzafrikaner permanent bezeichnet wird. Kein Name, kein Land, eben kein Mensch. Es sind wieder unglaubliche Details, die im Nachhinein über den Vorgang direkt nach der Verbrennung von Uriallo bekannt werden. Das Landeskriminalamt versäumt es, im Zuge der Tatort- und Spurensicherung einen Brandsachverständigen oder eine Brandsachverständige heranzuziehen. Das Landeskriminalamt versäumt es, den Tatort selbst nach Brandbeschleunigern zu untersuchen. Und auch völlig unverständlich, aber auch das ist eine Gewohnheit in Deutschland, wiedermals bricht der Film eines Videografen nach kurzer Zeit, genauer gesagt nach 4 Minuten und 11 Sekunden ab. Er hatte angeblich eine ganze Stunde gefilmt. Es soll ein technischer Defekt gewesen sein. Der Rest des Bandes ist leer. Später sagt der Videograf vor Gericht, dass er später nicht weiterfilmen konnte, weil er wegen einer Allergie für 2 Monate krankgeschrieben wurde. Noch am gleichen Nachmittag war das, im Anschluss an die Tatortbesichtigung. Wegen einer Allergie.
Jetzt beginnt die Aufklärung und der Prozess. Der Prozess eines versagenden Staates, der zu einer Farce wird. Und die Aufarbeitung durch die Initiative in Gedenken an Uri Jalloh, die sich bildet, um doch die Wahrheit ans Licht zu bringen. Der Prozess ist lächerlich, endet mit zwei Freisprüchen. Im selben Prozess gibt es Bilder davon, wie der Angeklagte Andreas Schubert in der Verhandlungspause mit seinen Kollegen redet, die eigentlich später als Zeugen gegen ihn aussagen sollen. Es ist eine Farce. Selbst der Richter Steinhof wirft der Polizei Dessau Schlamperei sowie bedenkenlose und grottendämliche Falschaussagen vor. Er sagt, dass das alles mit Rechtsstaat nichts mehr zu tun habe. Der Brandgutachter des Prozesses wird später zugeben, dass ihm gesagt wurde, er solle ausschließlich mit der Arbeitshypothese arbeiten, dass Uri Jalloh sich selbst angezündet haben soll. Bei der offiziellen Autopsie von Uri Jalloh am 7.01.2005 in der Rechtsmedizin Halle wurden trotz anwaltlicher Aufforderung keine Röntgenbilder angefertigt, um den Leichnam auf knöcherne Verletzungen zu untersuchen. Es sei nicht nötig, wird gesagt. Ein Mensch wird zur Flucht gezwungen, ihm wird Asyl verweigert, er wird geschlagen, er wird misshandelt, er wird gefesselt und dann von der Polizei verbrannt. In einer Presseerklärung der Staatsanwalt vom 24. März 2005 steht: Die intensiv geführten Ermittlungen hätten eindeutig und zweifelsfrei nicht den geringsten Anlass für Misshandlungen und knöcherne Verletzungen des Uri Jalloh ergeben. Die Familie traute den Ergebnissen nicht und schickte die Leiche des Sohnes auf eigene Kosten im Zinksarg zur Uniklinik Frankfurt am Main. Uri Jallohs Freunde haben dafür gesammelt. Er wurde nun mittels CT-Computertomographen untersucht und abermals obduziert. Professor Hans-Jürgen Bratzke fand knöcherne Verletzungen am Kopf, darunter einen Nasenbeinbruch. Wie konnte ein Nasenbeinbruch bei der ersten Obduktion unerkannt bleiben? Es ist diese Masse dieser Fehler, dieser Zufälle und dieser Ausnahmen, die das Ganze so furchtbar machen. Uri Jallohs Nasenbein war also gebrochen. Er muss vorher geschlagen und misshandelt worden sein. Ebenfalls stellte sich heraus, dass Uri Jalloh nicht mehr bei Bewusstsein war, als er verbrannt wurde. Uri Jallohs Freunde sagen, dass Uri dreimal starb. Seine Jugend verlor er durch den Bürgerkrieg in Sierra Leone. Als Asylbewerber in Deutschland starb seine Zukunft und in einer Zelle starb sein Leben. Die Geschichte von Uri Jalloh ist durchsetzt von Ungereimtheiten. Der Polizist Hans-Ulrich Merz findet bei der Durchsuchung von Uri Jalloh kein Feuerzeug. Erst drei Tage später wird ein Feuerzeug gefunden. Und zwar in der Asservatentüte des Brandschutzes. Ein rotes Feuerzeug, das bei 800 Grad nur geschmort, nicht explodiert war. Selbst der Markenname war noch zu lesen. Wie konnte das Feuerzeug bei der Eintütung nicht bemerkt werden? Abermals wird die Initiative aktiv. Bei Untersuchungen durch die Initiative werden am Feuerzeug keine Spuren der Matratze, keine Spuren seiner Kleidung und keine Spuren seiner DNA gefunden. Dafür aber Spuren eines derzeit unbekannten Faserstoffs. Die Magdeburger Kammer weigerte sich, die entsprechenden Analysen in Auftrag zu geben. Begründung: Für dieses Verfahren, welches sich allein auf die Vorwürfe gegen Andreas Schubert beschränkt, sei eine weiterführende Analyse nicht relevant. Es ist eine Farce. Damals ging noch mehr verloren. Sogar ein Verzeichnis mit den Namen aller 70 Personen, die an jenem Morgen im Revier waren. So ein wichtiges Papier soll gestohlen sein? Es gibt eine Überwachungskamera, die den Flur filmte. Was ist aus den Bildern der Flurüberwachung geworden, die nach oben zum Monitor an der Leitstelle gesendet wurden? Diese Bilder sind nicht mehr vorhanden. Es gibt Aussagen über einen Kontrollgang, der aber nicht im Kontrollbuch eingetragen ist. Es gibt Aussagen über eine Flüssigkeitslache in der Zelle, die nicht untersucht wurde. Jahre später, 2012, wird Schubert zu einer Geldstrafe von 10.800 Euro verurteilt, weil Schubert es unterlassen hatte, den vorgeschriebenen Richtervorbehalt bezüglich der Legitimation und Dauer der Ingewahrsamsnahme von Uri Jalloh einzuholen. Die Initiative sammelt abermals Geld, 40.000 Euro, um einen Brandspezialisten zu engagieren.
Denn der Fall Uri Jalloh wurde insgesamt 4 Jahre lang an 2 verschiedenen Schwurgerichten des Landes Sachsen-Anhalt verhandelt, ohne dass hierbei eine adäquate Rekonstruktion von Brandentstehung und Verlauf in Zelle 5 zugelassen worden wäre. Im November 2013 stellt sich heraus, dass der Brand niemals ohne Brandbeschleuniger, nämlich Benzin, mindestens 2 Liter möglich gewesen wäre. Jetzt obliegt es der Generalbundesanwaltschaft, endlich aufzuklären. Endlich das zu tun, was selbst über mittlerweile fast 9 Jahre nicht imstande gewesen ist. Endlich mit dem Versagen von Polizei und Justiz aufzuräumen. Endlich die Wahrheit herauszufinden und das Schweigekartell zu brechen. Wir können als Gesellschaft nur vorankommen, wenn wir endlich die Menschenrechte verwirklichen. Das Recht auf Asyl für jede und jeden. Das Recht auf einen fairen Prozess und eine echte Aufarbeitung muss verwirklicht werden. Solange werde ich mich weigern, diesen Staat als Rechtsstaat zu bezeichnen. Deutschland ist ein rechter Staat. Solange wie Rassismus und Diskriminierung keine Ausnahme einzelner, sondern allgegenwärtig, institutionell und systematisch sind. Menschen in Deutschland, hattet ihr nicht geschworen, aus der Geschichte zu lernen? Wolltet ihr nicht niemals die Vergangenheit vergessen? Wo seid ihr? Auch Uri Jalloh darf diese Gesellschaft niemals vergessen. Seine Geschichte darf niemals, niemals vergessen werden. Vielen Dank.